Mensch, endlich seid ihr zurück. Endlich befreit ihr mich aus diesem Irrenhaus. Hallo, Freunde. Ich habe euch vermisst. Nein, natürlich nicht. Es tut mir natürlich sehr, sehr leid, dass ihr etliche Monate... Wie lange ist denn das jetzt genau her? Das ist... August. Das war die Gamescom-Woche. Da gab es die letzten Folgen. Ja. Durch die Nacht mit... Mann, ist viel passiert in der Zeit. Oh ja. Jetzt haben wir Januar 2013. Oh. 5 Monate. Ach du Kacke. Ja, sorry dafür. Ja, was ist großenteils passiert? Natürlich, dass unser ganz grandioses Let's Play Together WoW, Mist of Pandaria, mit Cry Mikkel und mir, unsere angezockt Reihen, die jetzt Fuß fassen, sei es da All-Star Battle Royale, sei es da Zombieland, sei es da Nintendo, Zombieland sag ich schon, Zombie U, Nintendo Land, halt ganz viel. Und ja, hier gibt es auch bei mir jetzt hier, wie man sieht, eine kleine Änderung, denn da guckt ein Poki hervor. Den gab es vorher hier nicht. Sei zu sagen an dieser Stelle nochmal besten Dank nach Hamburg zur Firma Dedelic, zum Entwickler des Spiels. Die haben ja eine Edna Special Edition zukommen lassen, damit ich diese Let's Plays fortführen kann. Ja, lang ist her, dass ich das halt gemacht habe, deswegen, ja. Ja. So, und dann fangen wir auch mal gleich an. Also ich habe die letzten Folgen waren, da waren wir schon draußen, aber ich habe mir gedacht, ehe wir irgend so ein schwammiges Ende nehmen, wo wir wieder einsteigen, nehmen wir da einfach hier die Stelle, wo wir quasi dieses Gebäude verlassen, diesen epischen Moment mit dem goldenen Schlüssel. Aber wir fragen erstmal Harvey, was er dazu meint. Sieh nur, Harvey, wir haben es geschafft. Wir können jetzt gehen, wohin wir wollen. Zum Jupiter. Yippie. Bitte zum Jupiter. Lass mich das umformulieren. Wir können jetzt gehen, wohin wir gehen können. Pah, da war ich schon. Da ist es langweilig. Ach ja, Alexander Grimm als Harvey, es ist so eine geile Rolle. Ja. So, auf ist das Türchen. Dann mal raus. Ich bin endlich frei. Yippie! Dann lass uns in den Zoo. Das geht nicht, Harv. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Och, nö. Mist. Gleichzeitig? Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Holger und Stiesel werden vermisst. Das eine Problem habe ich gerade gelöst. Herr Doktor, eine Katastrophe! Edna ist ausgebrochen! Oh Mann. Stiesel. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So 3 im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Das ist verschlossen. Wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen, ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Entschuldigung. Durchsucht die Stockwerke einzeln und führt endlich die Patienten zum Essen. So, dann fragen wir mal Poki.
Ja, ähnlich brutal wie der Generalschlüssel, den man in der Beschäftigungstherapie nicht mitnehmen konnte, hatte ich auch für diesen Raum eine Idee, um den Spieler nochmal so richtig schön zu frustrieren. Und zwar ist das ja der erste Raum, den man sieht, das erste Stück Freiheit, das erste Mal, dass man halt aus der Anstalt raus ist. Nicht genug, dass sobald Edna einen Schritt vor die Tür macht, Harvey sie auf das nächste Hindernis, und zwar auf die hohen Mauern mit dem Stacheldraht aufmerksam macht, sondern neben der Tür stehen auch zwei Mülleimer mit ganz vielen nachgemachten Generalschlüsseln. Also Edna ist wirklich nicht die Einzige, die so weit gekommen ist. Das haben schon viele geschafft. Offensichtlich ist die größere Schwierigkeit, über die Mauern zu entkommen. Tja, wenn sich der Spieler jetzt eingebildet hat, er hätte was Großes erreicht, wird ihm hier so richtig mit dem Vorschlaghammer einen Dämpfer verpasst. Sofern man überhaupt einen Dämpfer mit Vorschlaghammern verpassen kann. Darüber werde ich im Kommenden nochmal nachdenken. Hol den Vorschlaghammer. Ja, Poki, du alte Socke, du. Nee, du. Übrigens, den hab ich natürlich auch auf der Gamescom beziehungsweise abseits der Gamescom getroffen, den guten Poki. Ich habe meinen Ja, auf der Gamescom hatte ich ihn gesehen, wollte mein Equipment, meine Soundtracks auspacken, die ich von der Delic habe, und wollte sie unterschreiben lassen. Und da kamen die Kollegen von Codename Pepperoni auf mich zu, weil sie mein scheiß RTL-T-Shirt gesehen haben und haben mich dafür interviewt. Ja, und als die mit mir fertig waren, war Poki weg. Aber ich konnte mir meine Sachen unterschreiben lassen. Ja. Ein, zwei Tage später auf einem Fantreffen von adventuretreff.de. Da war auch Poki zu Gast mit einer, ja, Schauspielerin, na, sagt man nicht. Also mit einer Edna. Also einer Dame, die Edna sehr überzeugend gespielt hat. Das sah richtig geil aus. Da habe ich auch ein Foto von. Ich glaube, die habe ich sogar in der Galerie hochgeladen. Ansonsten, wenn nicht, dann werde ich es jetzt einblenden. Kurz. Da. Und weg. So. Das ist irgendwie ernüchternd. Ich wünschte, ich hätte diese Tonne niemals geöffnet. Tja. Sagt ein Harvey. Aber nicht doch. Harvey ist noch gut in Schuss. Oh, schade. Müsst ihr mich mit eurer Anwesenheit so deprimieren? Kein Wort. Nehmen wir mal in die Garage, denn wir haben hier ein Auto. Wir brauchen ja ein Transportmittel. Ja, dieser Raum ist eigentlich sehr funktionell und schlicht gestaltet auf den ersten Blick. Darum habe ich auch gar keine guten Geschichten zu diesem Raum, die nicht schon das ein oder andere Rätsel hier spoilern würden. Okay. Darum habe ich mir eben gerade nochmal, um irgendwas erzählen zu können, die ganzen Item-Reaktionen mit den Objekten hier im Raum durchgelesen und muss sagen, ich bin ein wenig erschüttert. Lauft. Lauft weg. Die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Alles nur Unsinn. Alles nur Unsinn. Unsinn. Na dann. Pass auf, Harvey. Wenn du zu doll dran riechst, siehst du Farben? Blau. Oh oh. Die sind zu nichts mehr zu... Ihr unnützen Lackaffen. Ah, schön. Ein Holzbeinhalter. Aber wo ist das Holzbein? Harvey, fahr den Wagen vor. Wie denn, Edric? Es ist so. Derek. Ach ja. Harvey, fahr den Wagen vor. Wie denn? Ach so. Hm. Immer das Fenster. Ich komme. Hm. Durch den Spalt. Na, dann wird's doch hier, ne? So was lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Und nun? Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Das ist doch schon mal was. Wir haben ja den Schlüsselmeister. Der wollte ja ein Fluchtfahrzeug. So.
Oh, oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me, Argentina. The truth is... Hallo? Ist da wer? Ich suche lieber einen anderen Weg. Den müssen wir ablenken. Na, das kriegen wir doch ganz, ganz, ganz einfach hin, meine Freunde, meine Freunde. Denn da hat er ja sein wertvolles Auto. Da müssten wir nur wahrscheinlich einmal gegendengeln. Oh oh. Biu, biu, biu. Wer war das? Schnell rein. Stell vor. So, jetzt sind wir oben. Schlüsselmeister war noch ein bisschen höher. Da. Müsste in der Tür. Jawohl. So. Natürlich, Lieferwagen. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Und wetten beim Geiste von Thomas Edisons Bart. Er ist schneller. So, jetzt muss ich erstmal überlegen. Der dürfte jetzt unten, glaube ich, wieder stehen, der Heini, ne? Mal gucken. Nein, oh, wir haben aber Glück. Da bist du ja schon. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt, der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik, aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja. Jetzt brauchen wir einen Elektrikfachmann. Mensch. Das ist doch hier unser Alu-Mann, ne? Der müsste doch Elektriker sein. Gehen wir ihn mal suchen. Gucken, ob unser Sänger wieder da ist. Oh, oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Ja. Hallo? Ich suche lieber. Einen Weg gibt's ja nicht hoch. Und zwar müssen wir jetzt wieder die Limousine beackern. Na? Geh hin da. Wieso machst du das jetzt nicht? Bitch. Dann gehen wir mal ums Haus. Über halt den anderen Weg zur Limousine. Hey. Da ist übrigens das rettende Tor, da müssen wir hin. Ah, jetzt. So. Ohren zu halten. Wer war das? Ich weiß nicht. Hör. So. Jetzt schnell hoch. Hallo, Mann, war im Fernsehzimmer zuletzt. Also, ja. Für die letzte Aufnahme hatte ich nämlich schon ein bisschen weiter gespielt, deswegen weiß ich das. Hallo Mann, alte Socke. Hallo Alu, alte Socke. Ah, hallo Edna. Immer noch am Ausbrechen? Na, aber.
Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Ja. Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Die Idee ist so verrückt. Die muss einfach funktionieren. Sag mir Bescheid, wenn du ein passendes Fahrzeug gefunden hast. Hab ich. Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alumann rettet wieder mal den Tag. Wie kann ich behilflich sein? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich... Schon gut, schon gut. Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Okay, do. Dann werde ich mir die Sache mal angucken.